Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mass Effect Andromeda. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Beim letzten Mal haben wir die Wissenschaftler jetzt hier gefunden, die in Stase gefangen sind. Ja, wir wollen mal gucken, ob wir die jetzt irgendwie hier befreien können. Wäre interessant, wir gucken mal, ob wir die noch scannen. Ja, die können wir scannen. Nicht reagierende Angara. Der auch. Das Stasefeld an sich können wir wohl nicht scannen. Interessant. Was haben wir denn da? Oh. Grüne Glyphe. Stammblattdiagramm strukturiert, das möglicherweise einen philosophischen Disput mit verschiedenen Lösungen oder ein Ökosystem beschreibt, das sich von niederen Bakterien zu höheren Tieren entwickelt. Interessant. Gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Was haben wir denn da? Ein Pilz oder was? Biolumiscenter Pilz. Ah, okay. Interessant. Gucken wir uns erstmal um, bevor wir hier irgendetwas aktivieren. Was haben wir denn hier? Noch etwas. Was ist das denn? Das sollte es gewesen sein. Die Daten dieser Glyphe enthalten eine mathematische Struktur für die einfache Beschreibung von Raum, Zeit und Distanz. Der Schöpfer dieser Glyphen scheint mit den häufigen Nutzungen dieser Strukturen gerechnet zu haben. Ah, okay. Zwei Glyphen gefunden, okay. Ich wusste gar nicht, dass wir die jetzt suchen sollen, aber in Ordnung. Wir probieren es mal. So, lass mal gucken. Ach, je. Entschlüsselungs-Override. Haben wir nicht, oder was? Ja, wir haben es nicht. Verdammt. Entschlüsseln Sie den Reliktcode, indem Sie dem Raster Glyphen zuweisen. Keine Zeile spalten und darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Ach, herrje. Glyphen ansehen. Ja, wie benutzen Sie Schlüssel? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Den haben wir hier schon. Den haben wir auch schon. Das ist der. Dann ist das der. Okay. Dann machen wir es. Warte mal. Der ist jetzt da oben. Dann müsste doch theoretisch der hier sein. Ne? Und dann müsste... mal, der ist da. Dann müsste... ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich, keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Okay, ja, haben wir ja nicht, ne? Der ist da, das ist das. Also eigentlich müssen wir hier nur verschiedene Glyphen einsetzen, so wie ich es verstehe. Du nicht, das geht. Also theoretisch. Warte mal, was ist das hier? Der ist nicht drinne. Der ist jetzt drinne. Der ist nicht drinne. Okay. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Ah, je. Okay. Entschlüsseln Sie den Reliktcode, indem Sie den Raster glühen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Oh, das ist ja... mehrmals enthalten. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Ist es doch nicht. Ist es ja raus. Das ist weg. Da ist nix. Der ist da. Jetzt da. So. Drei Dinger. Theoretisch. Das ist nicht drinne. Warte mal. Vielleicht darf der dann den hier nicht den enthalten, den nicht enthalten und den nicht enthalten, sondern der muss dann quasi den hier oben enthalten. Weil dann ist der ja nicht mit dem drinne. Also so verstehe ich es jetzt irgendwie.
Ist nur so eine Theorie. Das heißt, der dürfte jetzt theoretisch den dürfte er nicht haben, weil der schon da ist. So, der darf den jetzt haben, weil der nicht da ist. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Dann darf der den nicht haben und den nicht haben. Beziehungsweise er muss dann... Den hat er hier schon. Dann kann der den haben, weil der ist noch nicht drin. Okay. Eieieiei. Okay, so, der darf jetzt keinen von denen hier haben, ne? Dann muss der... Dann hat er den drin, dann hat er den. Das geht aber nicht, weil der hat... Den dann drin. Den hat er da unten. Den kann er auch nicht, weil der den hat. Kann der eigentlich nur den haben, oder? Warte mal. Warte mal, warte mal. Das müssen wir nochmal ändern. Warte mal. Der muss. Lass mal gucken. Also, den können wir da hinsetzen. Theoretisch. Das heißt, wir brauchen den jetzt. Den ist es nicht, der ist es nicht. Den da. Und das sind drei verschiedene. Das sind noch keine drei verschiedenen. Okay. Der ist da. Der ist da. Da oben. Dann ist der dort. Dann wird der wahrscheinlich nicht passen. Der ist mit dem da oben. Das könnte so sein. Aber dann ist der wieder mit der. Oder markierte Form darf dieselben Glyphen mehrmals. Zeile, Spalte. Das heißt, es muss definitiv immer irgendwas anderes sein, damit das so klappt. Dann machen wir den mal da weg und machen den dorthin. Dann ist der nicht in der Dings mit drin, aber in dem hier. So, den darf auch nicht sein. Das heißt, es muss der sein. Der ist aber wiederum mit dem da drin. Das ist tricky gerade. Warte mal, warte mal. Können wir nochmal anfangen? Also, wir haben den. Ja, dann haben wir den hier. Alles vier verschiedene. Hier ist nichts verschieden. Da muss es irgendwie gewechselt werden. Das passt aber für die Reihe. Warte mal. So. So. Passt für die Reihe. Der ist doppelt jetzt. Das ist... Der ist doppelt. Dann passt der hier rein. Der ist jetzt da doppelt. Das ist jetzt aber wirklich tricky. Schade, ich hätte jetzt ganz gerne so ein Overwhite. Wie komme ich denn an so ein Overwhite? Shit. Nee. Wartet mal, wartet mal. Lass mal kurz gucken. Ich guck mich noch mal kurz um. Vielleicht finde ich ja noch einen Hinweis. Wäre ja... Echt eine hilfreiche Sache. Was ist das? Adaptives Reliktkerngerät. Aha, okay. Das Kabel.
haben wir hier oben noch was. Hier sieht es leer aus. Halt, was ist das? Des Rätsels Lösung. Wir probieren es nochmal. Also. Fassen wir mal zusammen. Es darf alles... Wir gehen mal von oben nach unten rein. Also, dann hätten wir den. Der ist aber in dem drin mit drin. Darf er nicht. Der ist mit dem drin. Das ist okay. Dann müssen wir hier das so haben. Dann ist der nicht drin. Und dann kann der theoretisch so sein. Na, passt. Ist okay. Aber ist allerdings mit dem hier drin. Das heißt, wir müssen dem so. Ne, dann ist der da. So und den dann so. Dann ist der da oben safe, sag ich mal. Nach unten hin darf da jetzt das nicht sein. Das könnte sein, würde passen. Und ist auch hier noch nicht drinne in der Reihe. Nach unten hin haben wir jetzt den. Der passt nicht, weil ist schon drinne. Der passt dem nicht und der passt auch nicht. So geht's nicht, weil der dann mit dem hier kollidiert. Das heißt, es muss entweder so eins sein. Und hier dann theoretisch sowas, damit die hier frei sind. So. Und jetzt muss dann entweder sowas hin. Der darf da nicht sein. Der darf so nicht sein, sondern so. Dann ist das hier in Ordnung. Na, nicht ganz. Nee, das, warte mal. Das muss geändert werden. Der muss in den. Und der muss so werden. Dann ist das hier unten okay. So. Okay. Das kann man so lassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müsste hier oben theoretisch das so sein, weil der da rein muss. Passt aber nicht, weil der dort ist. Das heißt, ich muss den wechseln. Den dorthin bauen. Dann passt der aber da wieder nicht rein. Oh, das ist ein kompliziert. Warte mal. Den muss ich... Müsste aber mit der auf der Reihe. Der wäre nicht in der Reihe. Der wäre okay. Mit der ist der nicht drin. Der ist okay. Das heißt, der darf nicht. Der darf. Ich glaube, die Reihe ist jetzt okay. Die ist auch okay. Und die nach oben ist auch okay. Müssen wir mal gucken. Aber hier oben, die Reihe ist nicht okay. Da muss noch was passieren. So. Dann hat er den aber. Hat er den in der Reihe. Dann hat er den nicht in der Reihe. Dann heißt es hier oben muss das dann so sein. Nein, das passt nicht. Dann hat er den nicht doppelt, aber den drinnen wieder. Ah, shitte. Ja, war mir klar. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Ja. Das war mir gerade klar. Scheibenkleister. Da
Das ist doof jetzt. So, meine lieben Leute. Wir probieren es halt nochmal. Machen wir mal so. Machen wir der so. Und dann machen wir mal das so. Dann ist die Reihe okay. Jetzt gucke ich mir mal das untere an. Jetzt gucke ich mal hier. Dann ist das. Nicht okay. Machen wir mal so. Machen wir den da unter so. Und den mal so. Dann ist die Reihe auch okay. Jetzt gucken wir uns das mal hier drüben an. Dann schauen wir mal so. Mhm. Ne? Keine Dings drin. Sieht ganz gut aus. So. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege. Dann machen wir mal, dann ist der nicht drin, dann passt das auch. Okay, jetzt haben wir nur noch diese Reihe. Und so. Und so. Könnte das hinhauen? Wollen wir es mal probieren? Ich glaube ja. Fehlschlag. Okay. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Okay, fehlgeschlagen, in Ordnung. Fehlgeschlagen, also nochmal. Wir gucken mal, was haben wir denn jetzt da? Wir kriegen das hin. So. Aber so. Na? Wir probieren es halt nochmal. So lange, bis es funktioniert. War irgendwo mit Sicherheit ein Fehler drin. Aber das kriegen wir gebacken. Nur eine Frage der Zeit. So, gehen wir mal hier weiter. Sieht doch ganz gut aus. Ich gehe jetzt hier systematisch weiter. Jetzt gehen wir mal hier unten hin. So, ne? Ihr seht, eigentlich ist nichts doppelt. Oder ich übersehe es jetzt, kann auch sein. Jetzt haben wir noch drei Felder offen. Machen wir so. Machen wir so. Und dann haben wir jetzt noch den einen. So, lass mal gucken. Der ist nicht doppelt. Willkommen, wir probieren's. Yes! Endlich! Gott, du Gott! Wir müssen die Monitore beobachten und. Scud! Verskattete Sterne! Was? Wir sind... Wir haben... Ich bin Ryder. Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Ich komme aus einer anderen Galaxie. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Noch mehr Aliens, die aus dem Nichts auftauchen? Und Jarl? Erinnert sich keiner von Ihnen daran, dass Sie eingefroren wurden? Eingefroren? Was soll das heißen? Wir haben an dem Monolithen gearbeitet und dann... Dann sind plötzlich Sie aufgetaucht. Sie sollten nach Palav zurückkehren. Kieran wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Sie haben vielleicht recht. Oh, ich habe das Gefühl, mein Kopf wird gleich zersprengen. Wir sollten sicher gehen, dass Sie die Station erreichen. Niemand kann sagen, ob Sie nicht noch unter irgendwelchen Nachwirkungen leiden. Okay. Dieser Sam in Ihrem Kopf, wie ermöglicht er es Ihnen, mit den Relikten zu interagieren? Sam unterstützt mich mit Analysen und Übersetzungen. Unter anderem. Es ist kompliziert. So, ich würde vorschlagen, wir gehen mal zurück. Interessant. Das hat mich doch schon wieder länger aufgehalten, als ich wollte. Er denn da für komische Sprünge? Oh mein Gott. Was für komische Sprungakrobatik der hier vollführt. So.
Die wollen ja zurückgehen, ne? Dann machen wir das mal. Oh, ein Behälter. Veredelte Fasern. Sehr schön. Eine ganze Faser oder was? Das ist ja ein Witz. So, wir gucken mal, wie wir jetzt hier wieder zurückkommen. Ich kann mir aber noch nicht vorstellen, dass es das gewesen ist. Noch ein Behälter. Ganz versteckt. Senderoptik. Okay. Die Gegend kenne ich doch. Na, daneben. Da nicht. Da oben ist es doch schon. Gleich da, liebe Freunde. Pela, Forschungsstation. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben. Bevor wir eingefroren wurden. Sie meinen Turianer? Sie haben Turianer gesehen? Wieso unterhalten Sie und Torva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Ich fand es auch verständlich. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam... müssten Ephra davon überzeugen, dass sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Und vergessen Sie nicht, mit Torva über diese... Wie haben Sie sie genannt? Turianer zu sprechen. Mhm. Okay. Ja, und jetzt? Mit Kieran Dahls über die Probleme von Havall sprechen, okay. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havall ist krank. Es hat hier begonnen. Mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Mhm. Was ist mit dem Gewölbe? Aber es gibt hier so viel Leben. Ihr Gewölbe muss also funktionieren. In gewisser Hinsicht vermutlich schon. Aber die Monolithe verbreiten die Anweisungen des Gewölbes über den gesamten Planeten. Und da nur zwei von dreien aktiv sind, geraten die Anweisungen aus dem Gleichgewicht. Und somit auch das Leben hier. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Die Weisen, ein Versuch ist es wert, es muss einen anderen Weg geben. Die Weisen, ja. Weise? Mündliche Überlieferung? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havall stirbt.
Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Mhm. Na, komm, wir probieren's. Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Den Zugang zur Zuflucht Mitrava finden. Okay. Zum Folgen. Dann machen wir das doch mal, ne? Aber wir können, glaube ich, hier forschen und entwickeln. Dann sind wir doch gleich mal voll dabei. Was haben wir denn da? 415 Helfos. 290 das. Wir gucken mal bei Panzerung, weil ich wollte mal gucken. Reliktbeinschutz. Ne, ist nicht das, was ich wollte. Angara, Cat, Helios. Eigentlich wollte ich da das hier haben, ne? In den N7. Aber naja, gut. Nicht so schlimm. Wir gehen mal gucken. Verbesserungen. Kryokondensator, Schilddisruptor, Hitzegenerator. Was kann der denn? Brandmunition, Sprungnahkampf, interne Explosion, zusätzlich Hitzeschaden. Mhm. Schildsensoren. Oh, Kraftverstärker. Schildsensoren, das sieht sehr gut aus. Ja, sehr gut, das nehmen wir mal mit. Versuchen wir mal sowieso mal hier ein bisschen was zu forschen. Diese ganzen Upgrades. Ich glaube, die könnten uns sehr helfen. Ich meine, wofür haben wir denn die ganzen Punkte, wenn wir sie nicht ausgeben, ne? So, nehmen wir den noch mit. Dann haben wir hier, glaube ich, diese ganzen Dinger soweit durch. Verbesserung. Jetzt haben wir noch 40. Könnten wir noch was in den Waffen machen? Schauen wir mal. Sturmgewehr Sweeper. Die sieht ja richtig nice aus. Wow, nicht schlecht. Kryo-Handschuh. Wow. 150. Ah, shit. Jetzt haben wir natürlich... PG Nanat. Cat Elektrofuran. Messer, das ist ein Garen gewaltig schon. Cat Vakash. Kern, in dem Fall eine Klinge. Ultra ist schlechter als eine Waffe und verbrennt seine Opfer stattdessen. Okay. Angarisches Firan. Mhm. Cat Carphalon. PG Lanard. Torkin haben wir. Zalkin. Sound. PG Lanard. Cat. Das sieht doch interessant aus. Nehmen wir mit. Gehen wir gleich mal auf Stufe 2. Okay, da brauchen wir jetzt Stufe 10. In Ordnung. PG nachladen nehmen wir auch nochmal mit. Komm. Sehr schön. Jetzt haben wir noch 30 Punkte. Ja, okay. Jetzt haben wir gut was gemacht. Jetzt können wir eventuell noch was entwickeln. Biotikverstärker. Initiative-Armschutz. Mhm. Könnten wir bauen. Pathfinder. Initiative, Beinschutz, Incisor, Pistole, Matlock. Das ist alles? Das ist ein bisschen wenig, ne? Was haben wir denn hier? Bei den Waffen. Nahkampf. Da hätte ich schon mal ganz gerne ein bisschen was.
Biotikverstärker. Ah, da fehlt uns. Universalklinge haben wir jetzt. Das hätte ich gerne. Das haben wir aber nicht, da müssen wir noch was finden. Das ist natürlich doof. Arme. Rebellenarmschutz, Pathfinder, Initiative. N7, den hätte ich gerne, aber da fehlt uns so viel, da fehlt uns Kupfer und ich glaube Eisen. Das ist echt böse. Pathfinder Armschutz. Bauplan gewöhnlich. Selten. Das ist echt doof, ne? Dass man zwar Sachen hat, aber die man nicht wirklich nutzen kann. Pistolen, was haben wir denn da? Predator 2. Phalanx. 219. Predator 2. Überall fehlen uns Sachen. Ist ärgerlich. Naja, wir bauen erstmal nichts. Sondern versuchen erstmal den Weg dann zu finden. Aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch mit dieser Rätseleinlage. Die, ja, man muss doch ein bisschen überlegen. Was ist denn das hier? Gucken wir nochmal kurz. Okay. Wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir, dass wir weiter vorankommen. Und dann sehen wir mal weiter, wo die Reise weiter lang geht. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Mass Effect Andromeda. Ich bin für heute raus. Macht's gut, euer Ed von edgaming.tv. Ciao, ciao. Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde, wenn wir Glück haben. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All.